Ich bin der Fjamur Schala von der Firma Focus Strategie GmbH an der Grendelstraße 19 oder Grendel 19 6410 und gebe Matheunterricht. Wir haben den Freitag, 13. August 2021 und sind mit Aufgabe Nummer 7a. Jetzt geht es um Wertschriften. Und zwar haben wir hier noch auf die 9 Uhr am Morgen eine Wertschrift mit dem Preis 102 Franken. 102 Schweizer Franken, ja. Fünfzehn Minuten später, also am Viertel ab, ist der Preis um 11% gestiegen. Das schreiben wir dann plus 11% hin. Und am 10 Minuten später, also 25, ist der Preis 106. Franken 42. Das heisst, der Preis ist wieder gesunken. Warum? Da bei 102 auf 11% anrechnen, das wird etwas mehr als 10 Franken sein. Also sind wir bei 110, irgendetwas 112, 13, 114 Franken und dann geht es wieder ab auf 106 Franken. Jetzt geht es darum, dass wir in der Aufgabe A Zu- oder Abnahme von der Wertschrift zwischen Viertel ab und 25 ausrechnet. Ja. Also gut, in dem ersten Schritt ist ja der Preis. Wir schreiben wieder unsere Tabelle auf. Jetzt ist in dem ersten Schritt der Preis auf 102 Franken plus 11% von 102 Franken angestiegen. Das ist dann gleich wie 102 Franken plus 0,11 mal 102. Ja, also 11% ist nichts anderes als 1100. Und das ist dann wiederum 1,1 über 10 oder eben 0,11. So, und das können wir neu schreiben als 102. Also wir verwenden hier Klammern. Mal 1 plus 0,11. Und das ist nichts anderes als, da immer das Gleichheitszeichen mitnehmen, als 102 mal 1,11. Oder man setzt das 1,11 vorne an und dann. Das kann man auch. Das spielt weniger eine Rolle. Wenn das euch, eurem Verständnis mehr hilft, dann macht ihr das. Einfach so, wie es für euch halt nachher bequemer ist. Auch was die Denkweise anbetrifft, ja. Wenn wir jetzt zum Teil bei der Funktionsgleichung schreiben wir zum Beispiel 5 plus 3x. Die Frage ist jetzt hier. Oder wenn jetzt x Kilometer ist dann und 5 und 3 der Preis ist, dann haben wir da 5 Franken plus 3 Franken mal 4 Kilometer. In der Denkweise ist es oft so, dass wir uns vorstellen, ja, beim Preis pro Kilometer, dass wir uns sagen, ja, es sind 10 Kilometer Fahrt. Dann rechnen wir 10 mal 3 Franken. Und auf den Preis kommt nicht umgekehrt. Also kann es unter Umständen auch sinnvoll sein, das einfach so aufzuschreiben. 5 plus x mal 3. Man muss es so anschreiben, wie es. Also. Ich finde, das kann man schon so machen. Also. Das heisst, wir können hier auch anschreiben 1,11 mal 102. Was haben wir da also für einen Preis? 102 Franken mal 1,11. Das sind 133,2 Schweizer Franken. Ich habe 120 gerechnet anstatt 102. 102 mal 1,1 heisst, das sind 113. Franken. Das heisst, wir starten hier mit
102 Franken. Mit 102 Franken. Dann steigt der Preis hier um plus 11%. Und wir kommen hier neu auf 113,22 Franken auf. Also wenn hier die 102 vorher 100% waren, dann ist es hier immer noch 100% und zusammen 111%. Jetzt müssen wir wissen, von 113,22 ab, 113,22 ab auf 106,42. Was ist das für eine Reduktion prozentual gewesen? Wir rechnen hier dafür einfach 106,42 geteilt durch 113,22. Und dann haben wir eigentlich schon die Preisreduktion. Also 106,42 geteilt durch 113,22. Das geht. 93,99%, also eigentlich 94%, ja. Wir schreiben hier das ist gerade so hin, dann haben wir hier 94%. Also haben wir hier einen Faktor von 0,94. Anders ausgedrückt. Das bedeutet, dass der Preis um 6% runtergeht. Also wir können hier einen schreiben. 113,22 minus 6% von 113,22 bedeutet nichts anderes als gleich. 113,22 minus 0,06 mal 113,22. Das ist wiederum 113,22 mal 1 minus 0,06. Oder eben 113,22 mal 0,94. Das sind 106,42 Franken. Also eigentlich ist es folgende Rechnung. Wir rechnen hier 113,22 mal und dann der Bruch. 113,22 geteilt durch beziehungsweise umgekehrt 106,42 geteilt durch 113,22. Das gibt dann genau die 106,42. Oder eben, wir rechnen es noch nicht aus, also das Resultat ist ja dann das, aber wir nehmen da, rechnen das aus und erhalten da 113,22 mal 0,94. Das wird nachher umgewandelt in 113,22 mal 1 minus 0,06. Und das ist wiederum 113,22 mal minus 100 minus 0,06 mal 113,22 und das ist wiederum gleich 113,22 minus 6% von 113,22. Ja, also so wird das rückwärts aufgerechnet. Das ist sozusagen die Logik dahinter, ja. Und der Anfangspreis, der ist 102 Franken. Das auch das stimmt, also von 102 auf
113,22, auch dort sind wir. Auch dort sind wir über die 11% gekommen. Ja, also die Wertschrift hat sich dann an Wert zugelegt um 11% und ist nachher um 6% runter. Und mit dem haben wir das eigentlich, haben wir 7a durchgerechnet. Gut.